Freunde, willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ich bin's, der Alex. Es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid. Und wie letzte Woche gibt es auch diese Woche wieder ein Update zu den Deals, die ich für euch veröffentlicht habe. Und wir schauen uns an, wie sich die Preise entwickelt haben. War es lohnenswert, diese einzukaufen und wieder zu verkaufen oder nicht? Das seht ihr in diesem Video. Bleibt unbedingt bis zum Schluss dran, denn ich habe am Schluss nochmal eine Seite gefunden, wo ihr richtig coole Schnäppchen bekommt und dementsprechend richtig satte Gewinne machen könnt. Viel Spaß bei diesem Video. Ja, Freunde, wie angesprochen, lasst uns mal anschauen, wie sich die Preise entwickelt haben von den Deals, die ich für euch veröffentlicht habe. Und falls du neu auf diesem Kanal bist und dich interessieren solche Themen, wie du Artikel günstig einkaufst und dementsprechend teurer auf Marktplätzen wie Amazon und eBay verkaufen kannst, dann abonniere doch gerne diesen Kanal, drück auf die Glocke, so bleibst du immer auf dem aktuellen Stand. Und falls du diese Deals bekommen möchtest, direkt per WhatsApp auf dein Handy, das Ganze kostenlos, dann findest du alle Informationen unten in der Beschreibung, wie du dich dafür anmelden kannst, und dann lasst uns dementsprechend loslegen. Und beginnen möchte ich mit einem Deal, den ich schon letzte Woche einmal gezeigt habe, den ich auch gepostet habe. Da hat sich der Preis tatsächlich noch nicht verändert gehabt. Ich habe diesen Deal für 125 Euro veröffentlicht. Jetzt steht der Preis bei Mediamarkt bei 173,99 Euro und dementsprechend ist der Preis wieder gestiegen. Dieses Produkt ist echt top. Dementsprechend könnt ihr das Ganze bei Amazon oder eBay weiterverkaufen und könnt hier einen guten Gewinn machen, wie ich finde. Und zwar wären hier 15 bis 30 Euro möglich und warum nicht? Wer dazu geschlagen hat, kann sich natürlich freuen, weil der Preis jetzt gestiegen ist. Und allgemein, falls ihr Artikel schon über diese Deals gekauft habt und weiter verkauft habt, dann würde ich mich über einen Kommentar freuen, welche Gewinne bzw. ob ihr überhaupt diese Artikel verkauft habt. Da, wie gesagt, einen Kommentar hinterlassen, das würde mich riesig freuen. Kommen wir zu einem anderen Artikel, den ich gepostet habe, der aber super, super schnell weg war leider. Ich glaube, es ist ein paar Minuten danach, als ich es gepostet habe, ist schon weg gewesen. Und wir sehen hier, das ist so ein Keyboard für Apple iPad und der vierten Generation, wie ich sehe hier. Und das war auch eine deutsche Tastatur. So. Wie war der Preis dafür? Also für 87,97 wäre das Ganze hier in Euro zu haben. Das ist, wie ihr seht, eine UK-Seite. Hier wird das Ganze in Pfund angegeben. Und wir können das hier auch in der History-Verfolgung sehen, dass der Preis recht tief gewesen ist und mit Versandkosten wäre man hier tatsächlich bei knapp 90 Euro im Einkauf gewesen. Jetzt steht der Preis bei 200 Pfund. Ich würde so ungefähr behaupten, ein bisschen mehr als 200 Euro. Und natürlich wäre hier ein Schnäppchen definitiv machbar und hier wären die ganze, beziehungsweise ein möglicher Resellergewinn von 40 Euro möglich, ja. Und natürlich ein sehr cooler Artikel und ein Topseller, wie ich finde, und leider war das aber sehr, sehr schnell weg. Falls du da das zuschlagen konntest und das gekriegt hast, dann auch hier gerne einen Kommentar unten hinterlassen. Kommen wir zum nächsten Produkt, und zwar so ein WMF Multivog. Habe ich sowas noch nie gesehen, noch nie benutzt, aber scheint wohl zu laufen. Wir haben hier 20 Bewertungen, was recht gut ist, und dementsprechend ist das auch ein gutes Produkt. Vor allem jetzt für die Weihnachtszeit wäre es definitiv ein Produkt, was man verkaufen kann. Und wir sehen hier, falls ihr euch jetzt fragt, ja gut, der Preis war ja bei 129, steht jetzt bei 135 Euro. Gepostet habe ich dieses Produkt für 69 Euro, also knapp 70 Euro. Wie war das Ganze möglich? Und zwar mit einem 50% Rabattgutschein. Wenn ich sowas dazu schreibe, 50% Rabattgutschein oder eine, sagen wir mal, einen Summegutschein, das heißt 100 Euro minus vom Einkaufswert, dann seht ihr das meistens hier. Unter dem Preis gibt es irgendwo ein Kästchen, was man anklicken muss, um das Ganze zu aktivieren. Manchmal ist das Ganze personalisiert, dementsprechend ist es vielleicht für dich nicht verfügbar, aber für alle die, die das verfügbar ist und sie sehen da so ein Kästchen, was sie anklicken können, um diesen Rabattgutschein oder diesen Wertgutschein zu aktivieren, der wirkt dann dementsprechend, wenn es ein Rabattgutschein ist, wie zum Beispiel hier das Ganze 50%, dann könnt ihr da auch mehrere Artikel von kaufen, die werden dann dementsprechend im Warenkorb alle rabattiert. Und falls es aber ein Wertgutschein ist, dann gilt das aber leider nur für ein Produkt, was ich euch die Tricks schon verraten habe. Ihr könnt das natürlich über mehrere Konten kaufen und dementsprechend würde das Ganze immer wieder greifen. So.
Zu haben war das, wie gesagt, für knapp 70 Euro, Verkaufswert für ab 115 Euro, also möglicher Resellergewinn von ja, 30 bis 40 € realistisch in dem Fall gewesen. So, schauen wir uns den nächsten Deal an, den ich gepostet habe, und zwar ist das so ein Luftreiniger. Auch hier war es nämlich so, dass wir hier einen Amazon-Rabattgutschein hatten von 20 €. Dementsprechend hätte man das Ganze für ja, 52,24 bekommen, wie ich als letztes das Ganze habe. Ja, wir sehen hier, der Preis war bei 72,24, dementsprechend 20 € minus 52,24, und Verkaufspreise waren dementsprechend hier ab 113 Euro, aber ich sehe hier gerade, das Ding wird für knapp 80 verkauft, also nicht wirklich realistisch. Dementsprechend haben wir hier nicht die versprochenen 20 bis 30% bzw. 20 bis 30 € machen können. Nichtsdestotrotz war das ein cooler Deal und dementsprechend auch hier hätte man zuschlagen können. Ja, so viel zu diesen Deals, und wie ich am Anfang des Videos angesprochen habe, werde ich euch jetzt gleich mal etwas Interessantes zeigen, und zwar hier auf mypopupclub.de gibt es gerade Schuhe reduziert von Lacoste und anderen Marken, die super, super günstig ist, wie ich finde. Und wenn ihr euch das Ganze mal anschaut, stöbert hier ein bisschen durch, vielleicht für den einen oder anderen was privat. Ich packe euch den Link mal unten in die Beschreibung, dann könnt ihr euch das Ganze anschauen. Abgesehen jetzt von den Markenschuhen Lacoste, gibt es hier andere Schuhe und Marken, die vielleicht nicht so bekannt sind. Dennoch werden sie bei Amazon oder bei eBay verkauft, und zwar für das Zwei- oder Dreifache tatsächlich. Ja? Also ihr seht hier 75% Rabatt, teilweise sogar 80% Rabatt. Und guckt euch das auf jeden Fall einfach mal an. Ich weiß, Schuhe sind schwierig, ich weiß, Schuhe sind speziell. Da hat man tatsächlich dann eventuell mit Retouren zu kämpfen. Aber nichtsdestotrotz kann man das Ganze hier mal stichprobenartig ausprobieren. Welchen Schuh habe ich hier gesehen, wo ich direkt ein bisschen hellhörig wurde? Und zwar ist das vom Lumberjack oder wie sich das nennt. Diese Marke ist mir so gesagt nicht bekannt, sieht aus wie Timberlands und so weiter. Auf jeden Fall solche Schuhe sind für die Übergangszeit oder auch für den Winter natürlich jetzt höchst aktuell. Dementsprechend werden diese jetzt natürlich gut verkauft und kommen auf den Markt, und die Preise sind dafür recht hoch. Ja, und diesen Schuh zum Beispiel hier habe ich mir mal eben angeschaut und von 99 € auf 16,99 € reduziert. Ey, das ist echt bombastisch. Wie viel Prozent sind das? Das sind 83%. Und wir haben hier leider nur die Größe 41, bei den anderen Schuhen tatsächlich auch mehr Auswahl. Und wenn wir uns das Ganze mal einfach bei Amazon hier eingeben und anschauen, diese Schuhe werden auch bei Amazon verkauft. Diese Marke ist wohl schon auch gängig, auch bei Amazon. Und ihr seht hier, die Bewertungen sind auch recht gut. Hier zum Beispiel so ein ähnlicher Schuh, wie ich den auch hier ausgewählt habe. Und der kostet hier 73 Euro. Ich habe das Ganze auch mal bei Amazon verglichen, beziehungsweise bei eBay verglichen. Auch da sind es so um 60, 70 €. Auf jeden Fall lohnenswerter, sich das Ganze anzuschauen. Stöbert hier einfach mal durch. Wie gesagt, Link unten in der Beschreibung, und schaut euch das an. Dann komme ich natürlich zum Schluss dieses Videos. Und falls euch dieses Video und dieses Format gefällt, gebt dem Video gerne einen Daumen hoch. Falls noch nicht getan, abonniert gerne diesen Kanal, drückt auf die Glocke, so bleibst du immer auf dem aktuellen Stand. Ich freue mich über eure Kommentare und wünsche euch viel Erfolg beim Kaufen und Verkaufen und freue mich, wenn ihr beim nächsten Video dabei seid. Alles Gute, ciao.